Ich bin Alexander. Ich verließ die Ukraine ohne zu ahnen, dass ich in den nächsten Monaten mein Zuhause verlieren würde. Ich bin Anne. Ich wurde 3000 Kilometer von meinem Zuhause weggeschleudert. Und wir verloren ein kleines Familienunternehmen. Hallo, ich bin Alexandra. Dank der DAAD-Förderung kann ich meine Forschungsarbeit an der Hochschule Anhalt fortsetzen. Das Stipendium gibt mir die Möglichkeit, eine europäische Ausbildung zu erhalten. Mit meinem Projekt möchte ich eine Online-Plattform aufbauen, die ukrainische Agrarproduzenten unterstützt. Nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine habe ich eine Webanwendung entwickelt, um die Bevölkerung in Notsituationen zu informieren. Ich arbeite hier mit Erfindern des Protokolls zusammen. Die Ergebnisse helfen beim Wiederaufbau der Ukraine, um Daten über kaputte Infrastrukturen zu übertragen. Ich arbeite mit internationalen Wissenschaftlern zusammen. Ich habe die Möglichkeit, die Anwendbarkeit von Graph-Algorithmen für Massenmailing zu untersuchen. Die Ergebnisse meiner Arbeit können zur Entwicklung des Konzepts des Wissenschaftlich-Technischen Deutsch-Ukrainischen Zentrums AIDA-TI beitragen. Ich entwickle eine Anwendung zur Überwachung des Energieverbrauchs. Dies ist jetzt von Bedeutung für die Ukraine, da während der Angriffe auf unsere Kraftwerke die Stromversorgung begrenzt ist. Meine Idee ist, eine E-Sports-Anwendung als Kommunikationsplattform zwischen Studierenden aus der Ukraine und der ganzen Welt zu entwickeln. Sie wird den jungen Menschen helfen, Stress abzubauen und Ideen auszutauschen. So können sie die schreckliche Situation zu Hause für einen Moment vergessen. Das Fit for Ukraine-Programm gibt mir die Möglichkeit, mein Studium ohne Unterbrechung abzuschließen und den Blick in die Zukunft zu richten. Ich will in der IT eine Führungskraft werden. Danke, thank you, Dziękuję.